Und willkommen zurück bei Minecraft. Ich habe Folgendes vor. Ich gehe hier in diese Hütte. Ja. Gucke in irgendwelche Truhen rein. Nehme mir diese blöde Hoe mit. Und gehe mal das Feld ein bisschen ausbessern, weil ich da wieder drauf rumgehüpft bin. Ich tumber Tollpatsch. Und gehe da mal. Ja, das Feld wieder neu bepflanzen. Geht ein paar Steine in den Ofen werfen. Und vielleicht auch zurück. Aber erstmal gucke ich, ich habe doch noch Cleanstone irgendwo. Genau, Cleanstone wollte ich auch mitnehmen. Darf ich nicht vergessen. Genau. So geht das. Dann das hier, dann das dahin, das hier hin, das dahin, das da und so weiter und so fort. Also drüben bei der Stadt müssen wir dann auch noch irgendwo ein paar Felder hinbauen. Die vielleicht ähnlich aussehen können wie diese hier. Oder vielleicht auch komplett anders. Mal gucken. Ja, ich meine, ich könnte ja eine Erntemaschine hinbauen, aber wozu? Die Dorfbewohner, falls ich mal irgendwann welche haben sollte, fressen sowieso nicht so viel. Und es wird schon wieder dunkel. Na klasse. Nö, also ich weiß nicht. Die Weizenfelder hier reichen zum Beispiel vollkommen aus. Für den einen Leut, die wir hier gerade sind. Deshalb müsste ich mir da eigentlich keine großen Sorgen drum machen. Ja, ich pack's mal wieder hinten in die Kiste. Also ich weiß nicht, allzu große Felder brauchen wir da nicht. Warum ist die Hoe eigentlich hier drin? Die gehört doch eigentlich in Abteilung X-725. Sprich, in den Keller gehört das Ding eigentlich. Und zwar hier rein, würde ich mal sagen. Die Hoe rein und die Samen rein. Und den einen Weizen bitte schön auch, den brauche ich im Moment gar nicht. So, das mache ich zu und ich gehe mal ganz schnell ins Bettchen. Damit hier keine bösen Viecher auf uns lauern werden. So, Bettchen, Bettchen, Bettchen. Auf die Tür, zu die Tür und rein ins Bettchen. So. Also in der nächsten Folge gibt's. In der nächsten Folge sage ich schon immer. Am nächsten Morgen, also an diesen hier, werde ich erstmal mir ein bisschen mehr Cobblestone holen. Also es ist kein Cobblestone aus dem Meer, sondern einfach mehr als gewöhnlich. So. Und gehe ich mal die Öfen ein bisschen zupflastern. So, ich mache das hier mal in der ultimativen XY3-Variante. Und gehe dann mal die Öfen wieder da drüben bestücken. Ja, so ist das halt. Gut, die Kohle nehme ich auch mal mit rein. Da packe ich mal kurz hier die Schaufel rein. Die braucht im Moment keiner. Und auch das Ding, da nehme ich lieber die Kohle mit. So. Oh. Ich habe mich in der Truhe eingeklemmt. So, 1, 2, 3, 4, 7, 8 und 64. Ja, das ist wieder ultimativ spannend hier. Ey, mein Gott, nicht alles am Handwerk ist unbedingt spannend. Da gibt es auch manchmal ziemlich repetitive Arbeiten, wo man den Kern eigentlich schon nach der ganzen Zeit begriffen hat, aber die Übung macht gewöhnlich den Meister. Das heißt, wenn wir unsere Meister hier im Kohle in die Öfen sortieren haben wollen, dann müssen wir ordentlich üben. Und da denke ich mal, bin ich schon auf einem guten Weg dahin. So. Tja. Also die Stadt wird eigentlich schon ganz schön werden, denke ich mir. Da muss ich mir überlegen, was ich denn eigentlich für Dächer gebe. Es wären natürlich Dächer aus Backstein ganz cool, weil die sind wenigstens ein bisschen rot und erinnern an Ziegel. Das heißt ja auch Backsteinziegel. Aber da müsste ich erstmal einen Haufen Ton irgendwo herkriegen und das wird nicht so einfach sein. Mal gucken, irgendwas fällt uns in der Richtung bestimmt noch ein. Werden wir bestimmt alles noch hinkriegen. Ups, das war einer zu viel. So. Das da rein, dann den Ofen noch bestücken. Also wir werden sowieso nicht alle Öfen hier reinkriegen. Ich habe schon wieder eins zu viel gemacht. So. Den noch. Das sind wir auch bald fertig hier. Dauert ja an sich nicht so lange, aber selbst für den kurzen Moment ist es relativ langweilig. So, den Ofen noch. Und dann noch den anderen und dann sind wir schon soweit fertig. So. Da habe ich natürlich auch keine Kohle mehr für Fackeln, aber naja, was soll's. Wir bauen sowieso gerade bei Tageslicht. Das heißt, der Ofen ist am Start. Ich nehme mal hier die restlichen Dinger mit. Und auch die drei Cleanstonies, unsere Gerätschaften hier wieder. Und noch ein bisschen Cobblestone, weil 264er Stack reichen mir nicht. Uppala. Ich habe gestern da ein paar S-Wörter. Paar S-Laute am Ende der Wörter. So rum. Obwohl es eigentlich noch so gegen Mittag ist, wo ich gerade aufnehme. Naja.
Vermutlich exakt die falsche Zeit, um irgendwas hier zu machen. So, ein bisschen Cobblestone nehme ich mit und dann verschwinde ich wieder durch das Portal. Ich habe Brot, ich habe das. Ich habe eine Fackel. Habe ich noch irgendwo Fackeln? Kann das sein? Und das Dorf müssten wir auch mal ein bisschen netter beleuchten. Habe ich jetzt vielleicht noch Fackeln drin? No. Habe ich da noch irgendwo Kohle drin? Wäre ja auch mal eine nette Idee. Aber ich glaube auch nicht. Wo ist denn Kohle gelagert? Ich weiß es nicht. Kohle ist nicht hier. Ich glaube, ich habe auch... Was ist denn das für ein Quatsch? Ich habe auch gar keine Kohle mehr, glaube ich. Die habe ich alles irgendwo hin verwurstet. Ja, keine Kohle. Naja. Müssen wir dann irgendwann nochmal auf eine Unterkunftsaktion gehen, wo wir uns ein bisschen Kohle besorgen werden. Ich meine, ich kann auch mit Holzkohle Dinge bauen, aber das wäre nicht so toll. Ach so, Glas wollte ich mit dem. Genau. Deswegen bin ich auch hier unten gewesen. Was kann ich noch so mitnehmen eigentlich? Den Birkensetzding vielleicht. Die drei Blümchen. Die Eimer vielleicht. Die wären auch keine schlechte Idee. Die tue ich mal anstelle von... Hier dieser blöde Bogen, weg damit. So, und da ist gar nichts drin. Okay, jetzt habe ich einigermaßen viel Krimskrams mitgenommen. Das heißt, ich verdrücke mich wieder durch das Portal. Ja, da können wir ein bisschen wenigstens ein paar Glasscheiben reinsetzen drüben. Da können wir ein paar Zäune machen und die Häuser ein bisschen hochziehen. So in der Richtung. So. Und durch das Portal mit uns. Ist übrigens bemerkenswert, dass hier noch kein Gast aufgetaucht ist. Hätte ich ja fast erwartet. So, hier müsste auch mal eine gescheite Treppe hin. Mal gucken, kommt vielleicht irgendwann noch. Aber wir halten uns hier relativ wenig auf. Sind meistens nur auf der Durchreise. Deshalb müssen wir keine große Baukraft investieren. So. Wieder zurück in der Stadt. Und wir gehen mal gucken, was wir so ausrichten können. Ich lage erstmal... Was mache ich denn als erstes? Ich lage erstmal die besonderen Steine hier ein. Und baue aus dem Rest dann mal ein paar Zäune und pflanze die Gegenden mit Zäunen voll, wo wir jetzt keine Hauswand haben. So, rein mit uns. Und hier mal ein bisschen Zäune konstruiert. Ja, ich weiß gar nicht, wie viele ich das machen müsste. Ja, vielleicht reicht das schon aus den zwei Stacks hier. So, so, dann noch so. Geht das eigentlich auf? Nee, bestimmt nicht, ne? Nö. Geht natürlich nicht auf. So. Okay. Also Zaun muss dahin, dahin. Da muss Zaun hin. So, dann hier noch. Dann natürlich an die Stelle, damit dir keiner runterfällt. Und dann muss das hier noch zu mit Zaun gemacht werden. Ja, so solche Dinge halt. So, das hier reicht auch. Das hier ist eine Hauswand. Da liegt ein Klotz Erde rum. Ja, ist eigentlich ein bisschen doof hier an der Stelle. Na gut, dann beheben wir das mal kurz. So. Dann kommt hier halt die zwei Dirt runter. Ich sollte aufpassen, auf welche Tasten ich drücke. Ne, nur ein Dirt. Dann kommt das hier halt mal so. Dann kommt das so hier und dann kommt das so hier. Na bitte, schön verwinkelt, oder? Kann man doch anbieten. Da ist eine Hauswand, das braucht keinen Zaun. Da ist sowieso End of the World, deswegen baue ich hier nochmal einen Zaun hin. Da dürfen wir eigentlich halbwegs glücklich sein. So. Na bitte. Da kann man auch nicht rüberhüpfen, also so ein bisschen halt. Gut, die Treppe sieht zwar noch etwas freischwebend aus, aber das wird sich in der nahen Zukunft hoffentlich auch regeln. So, was hatte ich jetzt vor? Achso, ich wollte diesen Turm hier ein bisschen bearbeiten. Mal gucken. Da ist die Treppe. Da könnte ich eigentlich eine schöne Doppeltür einbauen. Ja, mache ich da den Eingang. Dann bekommt er unten schöne Fenster. So, da ein Fenster, dann da ein Fenster.
So. Quadratische Gebäude sind relativ einfach zu bauen, weil da muss man nicht für jede Seite sich irgendwas Neues überlegen, sondern kann einfach ein bisschen wild in der Gegend rumkonstruieren. So. Na komm. Das ist ja auch noch gemacht. So, und dann hätte man quasi schon das erste Stockwerk des ersten Gebäudes in der Oberstadt soweit. Nee, ja, stimmt ja gar nicht. Die Brückenwärterhütte haben wir ja auch schon soweit fertig eigentlich. Das Glas haue ich dann gleich noch rein und dann sind wir eigentlich damit auch relativ zufrieden. So, habe ich jetzt hier irgendwelchen Scheiß gebaut. Ein bisschen groß die Tür, ne? So ist besser. Okay. Ach so, die Treppe muss natürlich auch noch hier irgendwo rein. Habe ich Treppen zufällig dabei? Nee. Na egal. So, dann kommt hier auch noch ein Fenster rein. Genauso wie hier drüben. Hoppala. Also ich konstruiere mal wieder ein bisschen an Häusern rum und versuche so meine Vorstellung rüberzubringen, wie ich das ungefähr vorhabe. So, dann kommt natürlich hier ein Fenster rein. Dann gerne auch an die Stelle. Und je mehr Fenster wir hier reinbauen, desto weniger Stein brauchen wir. Und Stein sparen ist immer eine nette Angelegenheit im Bau. Obwohl man das eigentlich nicht zu, naja, offensiv betreiben sollte. Weil sonst fehlt es irgendwann an wichtigen Materialien und das nennt man dann Pfusch am Bau. Okay, das reicht an Fenstern, würde ich mal sagen. Muss noch überlegen, wo die ganzen Häuser irgendwelche Treppen hinkriegen sollen. Das kann ja auch was werden, so. Hier ist die Tür drinne. Da ist dann das Fenster drinne. Stimmt doch so, ja, ne? Das Fenster. So, dann kommt hier die Wand hin. Also, wenn wir die ganzen Häuser soweit fertig haben, kann das noch eine Ecke dauern. Aber, naja. Solange wir was zu bauen haben, sind wir doch eigentlich glücklich, würde ich mal behaupten. Wäre ja schlimm, wenn wir als großer Baumeister von noch größeren Städten einfach nur dumm in der Gegend rumsitzen müssten und warten, bis irgendwas passiert. Das war zu viel. Der stört mich im Moment noch. Und es wird schon wieder dunkel. Also die Tage sind manchmal relativ kurz hier in Minecraft. Vermutlich ist es gerade Winter. Und das die ganze Zeit lang. So, aber das Haus mache ich jetzt noch fertig. Und dann kann ich mich in Ruhe ins Bettchen begeben. So, das hier noch zu. Das hier ist ein Fenster. Und das hier ist. So. Komm. Na, was machst denn du? So, die Tür, das sieht noch ein bisschen doof aus, aber das wär's erstmal so. Jetzt ganz schnell ins Bettchen, bevor hier irgendwelche fiesen Viecher auftauchen. So, die Tür zu. Und ins Bettchen, da können wir zumindest so ein bisschen aus dem Fenster gucken. Und was wird der nächste Morgen uns bringen? Er wird uns mehr Tageslicht bringen. Das ist auch sehr schön. Und wo ich gerade hier drinne bin. Hopp, da haben wir's. So, so. So, na bitte. Dann mache ich hier das gleiche nochmal. Und dann ist das schon halbwegs nett. Was essen könnte ich mal auch. Na, bald ist die Folge auch schon wieder zu Ende. Ach, ist das schade. Naja. Nochmal einen kleinen Snack gegönnt. Und dann wird hier weiter was mit Fenstern gebastelt. So, mache ich hier nochmal überall Fenster rein. Damit wir schon mal so einen Ansatz haben, wie das aussehen könnte. Das ist natürlich lustig, dass man hier direkt durchgucken kann. Naja. So ist das halt. So, Fenster, Fenster. Da mangelt es natürlich noch ein bisschen an Türen, aber Türen sind erstmal zweitrangig. Hauptsache, wir haben Fenster drin. Da zieht es da nicht so. So, hier kommt wieder eine Doppeltür rein, weil das hier das Oberviertel ist. Da gibt es auch mal Doppeltüren. So. Ja. Hätten wir das soweit. Die sehen natürlich noch etwas karg aus, diese Häuser. Da muss ich mir halt noch irgendwas überlegen. Ich könnte ja mal kurz was probieren an unten der Hütte, wie das aussehen würde mit einem Türsturz aus normalen Cleanstone. Achso, es gibt ja, glaube ich, auch schon bei. Nee, oder gibt es bei Steinen schon solche Dinge wie bei Sandstein? Ich weiß es nicht. Ich probiere das mit Cleanstone aus und guck mal, wie das so sich darstellt. Die Berge da hinten stellen sich gerade mal weniger dar, aber doch jetzt. Okay. So. Nehme ich das mal raus und setze da mal einfach schnöden Cleanstone hin. Zack, zack, zack.
Ich glaube, es sieht scheiße aus, oder? Ja, es sieht scheiße aus. Mal gucken, vielleicht kann ich mit Sandstein ein bisschen Farbe hier reinbringen. Oder mit hier, tralala, ein bisschen Backstein. Na, wo Backstein ist auch schon wieder. Wollte ich ja für die Dächer nehmen. Naja, mal gucken, was ich da für eine Variante an Stein nehme, damit das nicht so eintönig aussieht. Ein paar Ranken können wir hier noch drin basteln, ein paar Blumen. Das hier soll ja sowieso ein Vorgarten werden, so ein bisschen. Mache ich da mit Holzzaun in den Vorgarten. Naja, mal gucken. Das wird schon irgendwas werden. Hoffe ich doch mal. Ja, bevor ich noch lange rumquatsche, gucke ich mal diesen wunderschönen Treppe runter. Und wir sagen, das war's für diese Aufnahme und für diese Folge. Wir sehen uns das nächste Mal beim Minecraft wieder. Ich sage hier noch Tschüssikowski und auf Wiedersehen.